Tova Saul ist in der verwinkelten Altstadt von Jerusalem unterwegs, wie jeden Tag. Vielen ist sie hier bereits bekannt, schließlich kümmert sie sich seit 30 Jahren um streunende Katzen. Den Behörden zufolge gibt es in Jerusalem 100.000 Katzen, die auf der Straße leben. Früher wurden sie vergiftet, heute kümmern sich einige Freiwillige wie Tova Saul um die Tiere. Nebenbei arbeitet sie als Stadtführerin. Die aus den USA eingewanderte Jüdin füttert die Katzen, fängt sie ein und bringt sie zum Kastrieren. Viele Einwohner haben dafür kein Verständnis. Jeder weiß, dass Jerusalem das Zentrum vieler Religionen ist. Und die Gläubigen, die in ihre Kirchen oder Moscheen oder Synagogen zum Beten gehen, laufen einfach so an den Tieren vorüber, die leiden und ganz offensichtlich ärztliche Behandlung brauchen. Da schreit ein Kätzchen nach ihrer Mutter und sie laufen einfach schnell vorbei zum Gebet. Ich glaube nicht, dass Gott darüber glücklich ist. Auch in dieser Nacht dauert es nicht lange, bis es zum Konflikt kommt. Eine Gruppe orthodoxer Juden folgt Tova Sauls Aufforderung nicht, weiterzugehen, um die Katzen nicht zu verscheuchen. Ein Wort gibt das andere, Humus fliegt, vier Beteiligte enden auf der Polizeiwache. Bestraft wird am Ende niemand. Und Tova Sauls Nacht hat gerade erst begonnen.